Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Overwatch. Direkt im Anschluss, für mich zumindest, für euch nicht. Für euch ist die nächste Folge. Dieses Mal spielen wir Zenyatta. Wir gehen schon mal in die Heldengalerie. Diesmal ist ja wieder ein Heiler dran. So. Wir gehen direkt erstmal in die Skins. Klassisch. Blattgrün. Erde. Ich finde cool, dass die Farbe sich ein bisschen ändert. Da. Luft. Wasser. Wasser, Erde, Luft, Feuer fehlt. Na gut, für so einen entspannten Mönch vielleicht nicht. Aufgestiegen. Oh, harmonisch. Ja, kann man auch lassen. Jin Yatta als Jin passt natürlich perfekt. Ifrit als so ein Feuer-Jin. Ja, sieht cool aus, aber da finde ich den hier passender. Wobei es so ein bisschen Iron Man in dem Rot, ne? Dann hier als Ra, der Sonnengott, was zwar theoretisch passt, aber praktisch ist Jin Yatta ein Mönch aus Nepal und Zenyatta. Wie ihr seht, Zenyatta ist ein Omnic, also ein Roboter. Er gehört aber zu den Omnics der etwas neueren Generation, also kam nach Overwatch-Fall. Oder, naja, eigentlich noch während Overwatch, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Er gehört aber zu den Omnics, die ein bisschen anders. Denen es ein bisschen anders erging, denn also er ist so ein typischer humanoider Omnic, also die Omnics, die unter Menschen leben als eigenständige Bürger, sehen etwa so aus, wie Zenyatta hier aussieht. Einige Omnics hatten das große Erwachen oder so, ähnlich heißt das, und sind einem Mönch namens Tekkata Mondatta. Ich dachte immer, das ist ein Anspiel auf Buddha, aber Buddha hieß Siddhartha Gautama, also Mondatta sowieso nicht. Das ist quasi so der Dalai Lama unter den Omnics. Die haben sich von den Menschen abgespalten, sind nach Nepal, haben ein Kloster gegründet für Omnics, die die Erleuchtung suchen. Da schnitzen sie unter anderem auch diese Kugeln da, mit denen Zenyatta unter anderem rumschnitzt. Also es scheint entweder Holz zu sein oder die können Metalle schnitzen, ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall handgefertigt, handgeschnitzt, steht es auch so im Buch. Der einzige oder einer von diesen Mönchen hat sich aber abgespalten. Ein Mönch namens Tekkata Zenyatta, das ist er hier, richtig. Und er hat diesen Lehren widersprochen. Er hat gesagt, ey, es bringt uns nichts, wenn wir uns von den Menschen abspalten. Es bringt uns nichts, wenn wir Krieg gegen sie führen, sondern wir müssen versuchen, mit den Menschen zu harmonisieren. Und harmonisieren? Sympathie? Harmonisieren? Ist das ein richtiges Wort? Ich bin mir gerade unsicher. Und ich glaube, also irgendein Tekkata auf jeden Fall, ich glaube, es ist sogar Mondatta, wird sogar von den Menschen geliebt, aber es ist halt, dass die Omnics da ihr eigenes Süppchen kochen, das hat hat ihm Zenyatta nicht so zugesagt. Er will eher mit den Menschen harmonisieren und sowohl Menschen als auch Omnics in ihrem Weg zur Erleuchtung helfen. Und Zenyatta war auch erfolgreich, denn Genji wurde ja von seinem Bruder getötet, also von Hanzo, und oder augenscheinlich getötet, wurde nur kurz vorher noch gerettet von Mercy. Mercy musste ihn aber dadurch kybernetisieren, deswegen ist Genji jetzt ein halber Roboter und ein halber Mensch. Und nachdem er seine Aufgabe für Overwatch erledigt hat, hat er so ein bisschen sein Lebensziel aus den Augen verloren und fühlte sich als unrein, unnormal, weil er halt nicht wusste, bin ich jetzt Maschine, bin ich jetzt Mensch. Und Zenyatta hat ihn da versucht zu helfen, aber Genji ist bekannt dafür, dass er so stur ist und sich nicht helfen lassen wollte. Und irgendwann hat er, also Zenyatta hat sich davon nicht unterkriegen lassen, war so der typische weise Sensei, der typische weise Meister, und hat Genji weiter unterstützt. Und irgendwann hat Genji es akzeptiert und hat ihn zu seinem Meister gemacht und ihn, ja, er hat Zenyatta akzeptiert. Und Zenyatta hat ihm dabei geholfen, seinen Weg wiederzufinden. Genji ist jetzt mit sich im Einklang und sieht seinen halbmaschinellen Körper als Gabe an und damit kann er den Leuten helfen. Und Genji ist lebt seitdem auch weniger. Das hat ein bisschen was von Prinz Zuko aus Avatar, der Herr der Elemente, wo Zenyatta dann quasi Onkel Iroh ist. Genji lebt jetzt von Harmonie und nicht mehr von Zorn oder von sonst irgendwas. Genji ist jetzt ein cooler Typ sozusagen und Zenyatta hat ihm dafür geholfen. Ja, Zenyatta ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich guck mal schnell in mein Buch, vielleicht steht da noch irgendwas Interessantes, bevor wir weitermachen. Oh, mein Buch hat schon echt gelitten. Ich lese Bücher und natürlich liest es sich nicht immer ganz so gut. Er ist 20. Tekkata Zenyatta, Reisender Guru, Abenteuer.
Er ist aus dem Shambhali-Kloster in Nepal, das ist die eine Map, die wir da kennen. Er gehört zu den Shambhali, so heißen diese Mönche, die sich abgespalten haben. Aber eigentlich auch nicht. Also er gehört aber auch zum Beispiel nicht zu Overwatch. Ja. Achso, sie haben entdeckt, dass sie eine Seele besitzen. Ah, okay, sie wollten alle doch Mensch und Maschine im Einklang finden. Doch Zenyatta wollte halt wandernder Pilger sein und Wanderprediger und den Leuten aktiv helfen, anstatt zu meditieren und nach einem höheren Sinn. Also er hat eigentlich quasi komplett die Geistlichkeit hinterfragt, die komplette Religion dahinter sozusagen. Ja. Und er hat Menschen geholfen, unter anderem Genji. So, ich lege das mal hier so ein bisschen seitlich hin. Jetzt fällt hier schon alles runter, ich sehe schon. So, gut, jetzt machen wir mal hier weiter. Emotes. Eine Runde Applaus. Ja, er hat halt hier so typisch. Ach, sogar die Brofist. Er ist halt 20, ne? Das normale. Peace. Er hat halt. Was wollte ich jetzt sagen? Hat halt diesen typischen buddhistischen Flair mit den. Ne, hinduistischen. Er hat beides irgendwie. Aber hinduistisch hier mit dem sechsarmigen Gott, wie heißt der? Shiva. Dann fokussiert. Ja. Also er ist wirklich mächtig durch seine Konzentration, so ein bisschen auch wie Shaolin-Mönche. Spott. Was macht er da? Blub. Ja, er ist 20. Siegerposen. Balancieren. Da haben sie gesagt, ey, wir wollen unbedingt ein Basketball-Skin für Zenyatta, aber die Bälle sind zu klein. Vielleicht ein Handballer-Skin. Harmonie, ja gut, aber bei den Amis kommt das wahrscheinlich nicht so. Und Peace, ja, das kennt man ja, das ist auch ein Emote. Sprüche. Nein, ich jongliere nicht. Ja, also er muss auch ein bisschen ernst sein. Unsere Gedanken sind in Harmonie. Der Tod ist heute launisch. Die Stimme kenne ich irgendwo, ja. Die Iris umschließt euch. Frieden und Segen euch allen. Hallo Welt. Ha! Das ist eine Anspielung auf Java. Wenn ihr lernt zu programmieren in Java oder in anderen Programmiersprachen wahrscheinlich auch. Ich glaube, in C und C++ fängt man damit auch an. Das allererste, was ihr in einem Kurs lernt, also ich hatte das in der Uni, ist Hello World. Also Hallo Welt zu programmieren. Das ist einfach nur eine Programmierung, die eurem PC, also beispielsweise, ist egal ob Windows oder Mac. Also wir hatten bei uns traurigerweise mehr Leute mit einem Mac als mit einem Windows-PC. Die IT, also okay, es waren Wirtschaftler, von daher macht das schon Sinn, aber ja gut, eigentlich ein Mac macht nur Sinn, wenn ihr Kunst studiert, von daher alles Vollidioten. Ha, Apple Hate. Ich finde Apple super, aber halt, es macht keinen Sinn für den normalen Konsumenten, es ist einfach zu teuer. Das ist halt, ja, Luxus, Luxusware, unnötiger Luxus. So wie Leute, die sich einen goldenen Lamborghini kaufen. Hast halt auch nicht viel von. Nee, und Hello World ist einfach nur, ihr programmiert eine. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ihr programmiert einen Text, heißt das ja nicht. Ein Programm, das einfach nur auf eurer Konsole, also im Command Prompt von Windows zum Beispiel, einfach nur ausgibt Hello World. Also wirklich nur zwei Wörter. Das kann nichts, ihr könnt das nicht ausdrucken, ihr könnt damit nichts machen. Aber das ist das Erste, was man lernt. Einfach um es zu verstehen. Ich bin hier, um deinen Geist zu befreien. Das hat er mit Genji gemacht. Ich denke, also bin ich. Ist das von Descartes? Ich weiß es nicht. Das Leben besteht aus mehr als nur einer Reihe von Nullen und Einsen. Ja, das macht Sinn. Vor allem für eine Maschine Ob dann. ich denke, kann ein U-Boot schwimmen? An sich, ja doch, ein U-Boot kann auch ohne Besatzung schwimmen, dann würde es oben schwimmen, glaube ich. Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. Das klingt irgendwie nach Boxer. So, Sprays, was hat denn der für schöne Sprays? Aura, erleuchtet. Fistbump, cool. Grafik, Gleichgewicht, Fuß. Das will ich auch am liebsten. Achso, er macht auch so ein bisschen so Shaolin-Kung-Fu-Kram. Ich mein, die in Nepal, sind das eigentlich von der Kultur her? Nepal ist ja ein eigenständiges Land, aber China will es ja immer annektieren. Aber sind die von der Kultur her Chinesen? Weil man sagt ja immer Shaolin-Mönche. Sind das die aus Nepal? Ich weiß es wirklich nicht. Da bin ich ungebildet. Ich interessiere mich auch nicht so für fernöstliche Kampfsportarten wie viele andere Leute. Ja, hier Fistbump und Fuß. Also er macht auch wirklich so. Er kickt auch, wenn man Nahkampf macht, weil ich sehr cool finde. Fluss. Guru. Hand. Harmonie. Icon. Peace. 9.
Moment, wie viele Chakra-Pfade gibt es? 9? Also er hat die 6 goldenen Arme, die 2 Arme und sein Chi. Nachdenklich, inneres Feuer. Sind es 8 Tore, 9 Tore oder 10 Tore bei Naruto unter anderem? Putzig. Oh! Das ist aber nicht süß. Süß ist ja nochmal. Ach, das ist süß. Da finde ich ja putzig viel cooler. Sphäre, Sphären. Werfen. Terkata. Süß. Ja, aber das hier ist der Shit. Spott. Da will ich am ehesten das sprayen oder die Brofist. Zusammen und Zwietracht. Achso, das ist Harmonie und Zwietracht, ja. Und Highlight-Intros. Dieses Fokus, das ist echt cool. Harmonie. Ah ne, Zwietracht und Harmonie, okay. Und Transzendenz. Ja, das ist seine Ulti. Er geht in eine transzendente Phase über und wird dabei unverwundbar und kann alle um sich herum heilen, aber er kann das nicht ewig aufrechterhalten. So, auf geht das. Übungsgefecht. So, Zenyatta, Unterstützung. Schwierigkeitsgrad 3 unterstütze ich, weil Zenyatta hat irgendwie 20 Life und der Rest ist Schilde, also er ist relativ schnell am Arsch. Ja, auf Q. Ultimative Fähigkeit, Transzendenz. Mach dich unverwundbar und heilt Verbündete in deiner Nähe. Das ist halt, wenn er seine Arme da auspackt. Sphäre der Zwietracht ist ein Angriffszauber. Kugel, die den erlittenen Schaden eines Gegners erhöht. Ich glaube, die macht selber auch noch ein bisschen Schaden. Dann auf links Shift, Sphäre der Harmonie. Kugel, die einen Verbündeten heilt. Die gehen jeweils immer nur auf einen. Und auf eins einfach, er hat einfach nur eine Waffe. Sphäre der Zerstörung, Energieprojektilwaffe. Auf links Klick, damit kann er diese Kugeln relativ schnell hintereinander, aber immer nur einzelne Schüsse, also wie so ein Repetiergewehr, nicht Repetiergewehr, wie so ein, wie heißt denn das? So ein Karabiner, ping, 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 ping. Und wenn man Rechtsklick gedrückt hat, lädt Energie auf, um mehrere Projektile zu schleudern, schießt er gleichzeitig 5, sage ich jetzt mal. Wir können ja mal das kurz gucken hier. Oh, gut, dann wohl nicht. King's Row. Da spielt sich Zenyatta, glaube ich, auch relativ gut in den engen Gassen. Ah, wir haben schon mal das, egal. Also, was heißt egal? Ich hätte so oder so nicht geändert. Mercy, du bist zu höheres Level. Du kannst wechseln. Das stört mich, ey. Ich wäre normalerweise auch schon längst auf diesem Level. Aber ich hatte echt die letzten. Ich war im Kino, dann habe ich einen Tag überhaupt nichts gemacht. Dann hatten wir einen Tag Besuch, dann hatte ich noch einen Tag Besuch. Da war aber irgendein Unterschied. Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Ich gebe ihr schon mal einfach so. Also 150, also 50 Life hat er generell und 100 Chill. Diese 100 Chill laden sich nach der Zeit wieder auf, aber nur, wenn man entweder geheilt wird oder 3 Sekunden lang nicht angegriffen wird. Also das macht ihn schon relativ fragil, nenne ich mal. Also er kann schon richtig aufs Maul kriegen. Also kann er mal Nahkampf machen? Hier. Er kickt. Aber er hat doch diese geilen Holz... das sind, glaube ich, seine Füße sind so gebaut. Aber er hat halt diese... Die typischen, nicht Pantoffeln, wie heißen die Dinger denn? Diese Holz... Doch, Holzpantoffeln heißen die, glaube ich. Cheers, Love. Cool, das sieht aus wie ihr Generator. Ah, oh, fick dich, man. Ach, und durch die Sphäre sehe ich die Leute durch die Wand. Aber immer nur jeweils einen. Und die kommt eigentlich erst nur zurück. Entweder, ich glaube, die kommt. Das steht leider nirgendwo. Aber ich glaube, die kommt nur zurück. Sollte nur zurück. Oh. Sollte nur zurückkommen, wenn. Wenn man den Gegner besiegt hat. Mini-Ninja. Ja, eigentlich können die da ja stehen bleiben, weil ich kann ja einfach hinterm Bus lang. Ich höre Best schon, aber ich weiß nicht wo. Der Doktor ist da. Das lief doch ganz gut. Jetzt seht ihr wieder. Fast voll.
Achso, das Ding hat mich geheilt. Die Fracht muss zu ihrem Ziel. Nur gucken, wenn da oben Sniper ist, dass ich den gleich markiere. Ich glaube, meine Leute sehen ihn dann auch. Da bin ich mir aber gerade unsicher. Ich habe seinen wirklich eine Weile nicht mehr gespielt. Okay, das Spiel ist auch noch nicht so lange raus, aber trotzdem. Sonst wechsle ich immer recht rege durch. Aber Zenyatta und die Snipers können jetzt eher nicht so zu. Achso, ja, der. Ich vergesse immer, dass die abprallen, die Objekte. Weiter, Stoß nicht nachlassen! Ist auch so schön weise. Vorsicht, Kämpfer! Lasst euch nicht abballern! Ich mag auch übrigens seine Animationen, wo er Hallo sagt. Wir alle echt gut zusammengearbeitet. Eine Heilung. Komm ran, McCree! Die meisten Mace denken, dass ihre Mauer die Fracht komplett aufhält, aber das ist nicht der Fall. Oh, wäre sie mal einen Schritt weiter gelaufen, das wäre echt witzig geworden. Also ihr seht, Zenyatta spielt sich echt cool. Kann man nicht anders sagen. Wichtig ist nur, dass man den Linksklick nicht unterschätzt. Hier unterbrochen? Achso, da rechts, okay. Danach habe ich ihn ja geheilt. Es ist immer ein bisschen schade, dass man keine Pfeile angezeigt kriegt. Ja, die stand die ganze Zeit drauf. Ach, drei wieder geliebt. Das finde ich immer schade, dass immer so viele direkt liegen. Weil so gestompt haben wir sie jetzt nicht. Also hatte ich schon schlimmere Spiele für meinen Gegner. Und auch schlimmere Spiele selber erlebt. Hatten wir das nicht letztens sogar erst? Ah ja, mit Torben. Zweimal im Angriff mit der Kanone. Aber gut, das zweite, das war relativ knapp, das erste sogar wirklich durchgefahren. So, in der Art hatte ich heute auch in Heroes. Wir so komplett durchgerannt sind durch die Gegner. Achso, ist schon. So, Symmetra und Zenyatta ergänzen sich eh gut. Weil Symmetra ist nicht so der Heiler. Also nicht so der Supporter, sondern eher so der Konstrukteur. Den brauchen wir eh, jetzt brauchen wir nur noch einen Verteidiger. Und wir haben ein super gutes Team, finde ich. Zarya ist vielleicht nicht so perfekt für Verteidigung, aber ist immer noch ein guter Tank. Kommt halt auf ihre Schilde an. Und übrigens auch diese Rohre, die aussehen wie Haare. Eigentlich hat er einen Glatzkopf und hat er hinten so Rastas aus Rohren. Ja, wobei, die gehen bis hier, dann sind es wohl eher... Das Wahre selbst ist ohne Form. Symmetra-Buffen. Ich benötige Heilung. Mein Dank sei dir gewiss. Oh, sie hat's kapiert. Cool. Weicht nicht vom Plan ab. Und der Sieg wird unser sein. Ich habe verstanden. In 30 Sekunden erwartet. Na ihr? Hi. Ich komm zurück. Wo ist Zarya? Immer 12 Uhr mittags. Hat Zarya gewechselt? Sieht ihn noch ums. Hä? Das ist jetzt doof. Ach, die steht da oben. Ja, die baut genauso wie ich. Außer, dass ich. Nee, hier hat sie falsch gebaut. Das ist komplett falsch, also da oben sowieso. Ich will nicht geheim gekriegt. Boah.
Ah, die habe ich schon wieder vergessen. Ich habe vorher noch drauf geachtet und habe ich es instant verpeilt. Ein unbedeutender Rückschlag. Ich mag diese Animation. Allgemein auch, wenn er schießt, muss man mal drauf achten. Die entladen sich gegenseitig. Abwechselnd, meinte ich eher. Komm, charge, bitch. Voll aufs Maul. Durchschaltet wie Ibis. Auf Entfernung bringt dir das nichts. Oh, der hat gerissen. Okay, der dafür aber auch. Ja, ich finde generell, also nicht zu stark, aber generell finde ich Widowmakers Waffen echt saustark. Omnix Day Underground. Ach ja, die haben sich hier, glaube ich, auch im Untergrund. Ich glaube, die Omnix haben sich hier im Untergrund in King's Row, also in England. Haben die sich auch eine Stadt unter der Stadt erbaut, also Slums quasi, Ghettos. Wie unter den Nazis, ey, das ist richtig schrecklich. Keiner steht auf dem Spot. Und McCree? Haut echt rein. Vor mir kann sich niemand verstecken. Wiederholung führt zu Vergnügen. Ja! Feuer frei! Oh. Durchschreitet die Iris. Das kam, glaube ich, ein bisschen früher, als ich gedrückt habe. Als ich gespammt habe. Wo ich noch gestunt war. Ja, ich hab sie gehört, ey. Da war wieder dieses Dolby Atmos. Das ist manchmal so ablenkend, weil man weiß, die ist hier, die ist hier, die ist ganz nah. Also ich kann es immer nur wieder empfehlen. In den Soundoptionen macht Dolby Atmos ein. Ich habe ein Surround Headset. Das ist völlig egal. Ich habe Dolby Atmos angemacht, weil es ist extrem hilfreich. Und ich habe gerade nur ein Kopfhörerteil auf. Vielleicht hätte ich mit beiden gewusst, wo sie herkommt. Pass to the Iris. Das Gefährliche auch bei anderen Helden, ich weiß gar nicht, wer hat. Lucio. Wenn du so mehrere Geschosse schießt, neigt man dazu, die so ein bisschen zu spreaden. Das hat Genji zum Beispiel auf zwei verschiedenen Tasten. Mit Linksklick schießt er drei Sterne relativ schnell geradeaus. Die spreaden zwar auch so ein bisschen, aber dann hat er noch drei, die er in so einen Bogen werfen kann. Ich habe hier gerade das vorgemacht, jetzt würdet ihr mich sehen, was ihr nicht tut. Und man neigt halt dazu, immer so die so ein bisschen zu verteilen. Habt ihr gesehen, diese sind zwei Punkten eingeschlagen. Deswegen sind die normalen Schüsse vielleicht oft die bessere Wahl. Aber für so Sachen, wenn die um die Ecke kommen, lohnt sich das doch ganz gut. Jetzt hat er Heilung angemacht. Da habt ihr jetzt gesehen, also meine ist auf jeden Fall tausendmal treffsicher. In dem normalen Stuff. So, ich bleib hier oben drauf. Kämpfen wir gemeinsam. Ja, achso, ja. Ich hab's von links gehört. Ich hatte mal wieder recht. Dolby Atmos hatte so recht. Oh oh, ich bin alleine. Es wurde voll abgebrochen. Ist das Roadhog? Was hatten wir so?
Weil ihr seht, das funktioniert. Mit Linksklick. Das muss man erstmal checken. Da schon wieder. Ja. Ich bin zwar echt nicht zielsicher mit Zenyatta, aber die, die treffen sollen, die treffen dann halt auch. Oder sollten, sag ich mal. Ja. Die größte Schwäche von Reinhardt ist, wenn seine Gegner auf erhöhten Positionen sind. Schon gleich Ulti. Boah, da hat er sich ja ganz schön zur Seite gedreht, kann das sein? Da habe ich glaube ich gar nicht angeguckt, jetzt hat das, da bin ich ja mal gespannt. Da kam mir das nur. Ah, okay, er hat angecharged, deswegen. Er hat sich einfach zur Seite gedreht. Ich dachte echt, der hat auf was anderes gezielt und. Oh, da ist sein Jatta töten. So kam es mir gerade vor. Kaum verteidige ich mich. Also bin ich nicht da, um zu verteidigen. Muss ich ihr das sogar separat geben? Ja, das ist ja mal richtig kacke. Ja, also Tracer countert mich, glaube ich, ganz schön, weil bei ihr reicht es wirklich so ein halbes Magazin in mich reinzuballern. Oh. Ulti gekontert. Das könnte die Aktion des Spiels gehen. Ich weiß nicht, ob das aktiv gezählt wird oder ob es dann einfach nur um die Kills danach geht. Aber ich habe schon oft gesehen, dass Leute eine Aktion des Spiels wegen so einer Aktion bekommen haben. Da stand halt der nicht explizit dran. Ulti unterbrochen. Sammeln wir uns hier. Na, Mädchen? Bleib ja einfach stehen, ne? Ja, wegen Reinhardt kann ich glaube ich nicht so viel Ulti generieren. Oh. Was hat er gesagt? Was ist ungesund zumindest für ihn? Oh, da war der junge Hanzo, glaube ich. Er hat auf jeden Fall lange Haare. Oder offene Haare. Hat der neue Hanzo eigentlich auch lange Haare? Nur halt in einem Zopf? Ich bin mir nicht sicher. Das ist wirklich nicht schlimm. Weg. Was? Von sie ignoriert er. Arsch. Oder ich Heiler spiele. Aber ist halt richtig. Macht ja auch nur seinen Job. Kann sich niemand verstecken. Be water, my friend, müsste er noch sagen. Oh. Ich glaube, das war die Serie, die ihn jetzt gekillt hat. Ulti. Bereit für die Transzendenz. Scheiße, ich wollte gerade Q drücken. Fuck. Ich hoffe, es reicht noch kurz. Oh, da ist er um Reinhardt rum. Das war ziemlich smart. Ich habe keine Zeit mehr. Lass keinen Verpass. Spürt die heilende Ruhe. Und die ging Ulti. Ja, aber...
fand ich cool. Scharfschütze! Aber wir haben genug Leute noch da. Ich hatte gerade Scharfschütze gesagt. War ich das oder war das McCree? Aua! Na, Diva ist wieder da, ne? Da haben wir aber zwei Tanks. Was? Sind die echt nicht reingegangen oder kamen die einfach nur nicht hin? Waren das jetzt schon beide Runden? Ja, ne? Highlight des Spiels. Ja. Im Angriff hat er doch wieder sowas Geiles. Ja, können wir sehen, wieder ein krasser McCree-Spieler. Schön, im Angriff hat er auch wieder hier. Oh, da hat er die Ulti genutzt. Kurz warten, boom, boom, boom. Da kriegt er auf jeden Fall was für. Kugelhagel? Ist das sein Rechtsklick? Ah, ist okay. Finde ich sehr nett, aber er hat es wirklich verdient. So ehrlich muss man ja sein. Gut. Dann verlassen wir mal. Die of Cancer, you fucking virgin. Boah, das ist aber einer Salty. Was für ein Vollidiot. Highlights? Muss ich mal kurz angucken. Bisschen selbstbeneißen. In meinem PC strahlt eine Hitze. Ne? Ah, okay. Punkt verteidigt. Hat uns aber auch nicht viel gebracht, oder? Genji habe ich noch gekillt. Ja, okay. Kann man so lassen. So, Angriff. Aber wir hatten Soldier 76 und wie heißt er? Reaper. Tracer? Ja. Pharah noch nicht, die ist noch zu jung. Das klingt falsch, ich weiß. McCree. Genji. Ich würde sagen, ich nehme Tracer. Tracer passt. Nächste Runde dann eine ganze Menge Tracer. Wird sich mein Team wahrscheinlich wieder aufregen, dass ich nur Monoskill use und dass Tracer zum Beispiel in der Verteidigung nicht unbedingt gut ist. Und wir werden sehen. Ja. Das war dann Zenyatta. Also ich muss echt sagen, wenn man sich selbst daran erinnert, den Linksklick größtenteils, zumindest den Rechtsklick wirklich nur um so um Ecken zu schießen, dann macht er echt Bock. Ich muss wieder mehr Zenyatta spielen. Wie gesagt, jeder Held macht eh super viel Bock, aber man vergisst hin und wieder, weil man weiß, okay, bei dem einen Helden macht man es lieber so, bei dem anderen dafür genau gegenteilig. Wie mit dem Beispiel von Genji vorhin, dass Genji halt zwei verschiedene Knöpfe für diese Aktion hat, also. Na gut, Zenyatta ja eigentlich auch. Naja, nicht ganz. Also Zenyatta hat ja kein AOE. Zenyatta hat ja nur den Kugelhagel und die einzelnen Kugeln. Und Genji hat mehr oder weniger einen kleinen Kugelhagel, der aber schneller ist. Also so ein bisschen sind wie die einzelnen Kugeln. Und dann dafür aber weniger oder mehr gewollten Spread mit den Wurfsternen, die er in so einem Bogen wirft. Gut, das war's mit Zenyatta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und dann nächste Runde mit Tracer. Und danach muss ich mal gucken, wenn ich in der Verteidigung spiele. Werden wir herausfinden. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.